Szanowny panie Günter Grass, cieszy nas, że korzysta pan z okazji, przebywając w Polsce, aby przybyć do naszej uczelni Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. My także wyróżniamy pańską osobę i serdecznie witamy pana w murach naszej uczelni, gdyż pan jako znany literat równocześnie przez swoją osobę reprezentuje określoną pozycję społeczną w swoim państwie. Cieszy nas, że w dniach kultury niemieckiej możemy właśnie wszcząć rozmowy nie tylko na tematy literackie, ale kultury szeroko pojętej. Und für meine Arbeit, also für die Barockkapitel im Putt und insbesondere auch für die Erzählung Das Treffen in Telgte, sind die germanistischen Arbeiten von Marian Schirotzky eine Grundlage gewesen. Er war nicht der Einzige. Es gibt also auch von dem Professor Schöne in Göttingen eine zum Beispiel eine sehr gute und profunde Arbeit über Simon Dachs Kürbishütte in Königsberg, nicht? Die man auch als Grundlage werten konnte. Aber das ist eine Ausnahme. Und Schirotzky hat im letzten Jahr in Karpatsch ein Seminar veranstaltet. Meine Frau und ich waren da. Eine Woche lang polnische Germanisten, Westdeutsche, es war auch jemand aus der DDR da. Und das war eine der interessantesten germanistischen Veranstaltungen, die ich erlebt habe. Und dann, ich kann mir etwas merken. Ja. Ich glaube, hier von der Universität war auch da. Ich fand das sehr interessant. Und das war sehr locker. Es wurde jeden Abend getanzt, zum Beispiel. Und ich weiß nicht, es kam auch immer Wodka auf den Tisch. Wo der herkam, habe ich bis heute nicht begriffen. Aber immer war er da. Aber das dürfen Sie jetzt nicht offiziell sagen, denn bei dienstlichen Veranstaltungen darf es keinen Vortrag. Ach doch, wenn ein ausländischer Gast dabei ist, ja. Darf sein. Damit das Klischee erhalten bleibt, die Polen trinken Wodka. Nach der Arbeit. Es gibt ja viele junge Leute oder auch mittelalterliche Leute in Europa, die in ihrer europäischen Verzweiflung nach Indien fahren, irgendwelchen Gurus folgen und Trost oder Halt im Hinduismus suchen. Ich sehe das anders. Ich sehe das auch mit den Augen eines Mannes, der aus der europäischen Aufklärung kommt. Und ich halte die Religion in Indien, den Hinduismus insbesondere,